Okay, Strohkopf, ich kann Sie jetzt nicht aus dem Stuhl holen. Sie müssen das erst sichten. Das ist seltsam. Diese Erinnerung scheint 20 Jahre nach den gerade Gesehenen zu spielen. Sind Sie sicher? Absolut. Das heißt, Shay muss den Sturz überlebt haben. Wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte, dann hat er. Machen Sie weiter. Die Daten sind fragmentiert, die Erinnerung unvollständig. Mal sehen, was ich tun kann. Hören Sie, wir müssen erfahren, was mit Shay ist. Die Erinnerung mag wüst aussehen, aber ich bin fast sicher, dass die Sequenzierung sie nicht umbringt. Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Rogue. Wir sind gespannt, wie es jetzt hier weitergeht in der Kampagne. Okay, Strohkopf. Wir wissen nicht, wo Shay steckt oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shay dorthin ging. Sie haben es gehört. Vorwärts. Was? Vorwärts. Befehlston immer. Ach, verflucht. On pourrait croire que la garde est payée pour lutter. Gehen wir nach oben. Können wir nach oben gehen, bitte? So, jetzt machen wir den Verbrecher ausfindig. Jetzt. Müssen wir ja sein, oder? Wo seid ihr denn? Et alors? Ah, hier. Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Allons-y. Benjamin Franklin, hinter dem ist Shay her. Franklin reiste nach England und Frankreich. Und der Kerl sagte Notre Dame. Shay ist in Paris? Dann zeigen Sie mal, was Sie können. Bannen Sie die Gefahr. Schützen Sie Franklin. Ja, komm. So wird es nix, mein Freund. I have this clear shot. Oh! Mir geht's so gut. Shit! Was ist los? Mehr Daten haben wir nicht. Mit dieser Erinnerung kommen wir nicht weiter. Vorerst. Shay kann nicht gestorben sein und dann 20 Jahre später in Paris auftauchen. Es fehlt etwas. Shays Erinnerungen sind über die ganze Cloud verstreut. Der Virus hat die Server gestört. Deswegen können wir nicht Shays ganzes Leben sehen.
stehen vor einer Wand und ich bin beschäftigt. Warum gehen Sie nicht zu Otto Berg? Er haust in einem der Büros. Wieder bei Abstergo. Ich langweile mich zu Tode. Ja. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Shay Cormac ist ein Assassine. Aber er ist anders als die, die sie früher für Entertainment-Produkte nahmen. Ich glaube, Shay könnte der wichtigste Assassine aller Zeiten sein. Ihre Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Shays Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Es gibt noch einen Server, über den wir an Shays nächste Erinnerung kommen. Na prima. Ich brauche den Strohkopf zurück, um fortzufahren. Gut, machen Sie jetzt weiter. Aber denken Sie auch über das Besprochene nach. Claro. Ich hatte keine Lust mehr, auf Melanies Reparaturclou zu warten. Also habe ich das Ding repariert, um sie in die Lobby zu bringen. Ich präpariere den Animus, während sie unten sind. Ich habe den nächsten Server auf ihrer Karte markiert. Abmarsch! Mist! Ich vergaß, dass der Server eine Level-1-Security-Sperre hat. Ich habe Ihnen die Level-1-Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Klasse, jetzt können Sie in den Serverraum. Sobald die Server wieder da sind, lade ich die nächsten Erinnerungen in Ihren Animus. Sie sind drinnen. Aha, und kommt das wieder? Punkte bereit. Dann los. Los, los, los! Wer sind Sie? Fasst sie nicht an. Himmel, Herrgott, bändigt ihn! Du, gib mir das Kind. Ruhig jetzt. Alles ist gut. Elena. Ganz ruhig, Mr. Burke. Ich verspreche, wir tun Ihrer Tochter nichts. Wer sind Sie? Ich bin Warren Widdick. Ich arbeite für Abstergo Industries. Sie verließen das Uti-Jäger-Regiment und wurden bezahlter Söldner, um Elenas Mukoviszidose behandeln zu können. Was hatte das für Auswirkungen auf Sie? Perkele! Ich habe ein Angebot für Sie. Ich arbeite nicht für Unbekannte. Nicht diese Art Angebot. Ich werde jetzt etwas aus meiner Tasche nehmen. Was ist das? Eine kleine Pille. Die ist übrigens für Sie. Hier, nimm eine kleine. Eine Arznei. Stopp! Na bitte, ist das nicht besser? Diese Pille heilt sie. Sie ist nicht auf dem Markt. Aber sie kann die Ihre sein, falls Sie an einem kleinen Trainingsprogramm teilnehmen. Was kann Abstergo mit einem wie mir anfangen? Oh, Sie arbeiten nicht für Abstergo. Jedoch, wenn Sie gut sind, könnte Abstergo für Sie arbeiten. Eins will ich noch, bevor ich zustimme. Aus damit. Der da. Er hat meine Tochter erschreckt. Ich verstehe. Gentlemen, befreit Mr. Berg. Jenkins, gib deine Waffe. Was? Jetzt. Ja, Sir. Zufrieden? Ein Anfang.
Okay. Zurück. Gute Arbeit, Strohkopf. Die Daten sind ziemlich grob, aber genug, um weiterzumachen. Kommen Sie her, aber schnell. Es scheint, als befreie das Wiederherstellen des Servers auch andere Systeme vom Virus. Sie machen gute Fortschritte. Bin gespannt, was uns Shay als nächstes zeigt. Level 1 Freigabe gewährt Ihnen auch Zutritt zu anderen Gebäudeteilen. Falls Sie sich mal zwischendurch die Beine vertreten möchten. Schauen wir mal. Nicht nebenbei Computer reparieren. Halt. Hatham Canway bleibt für mich die kontroverseste Figur. Ich hege großen Respekt für ihn. Immerhin war er der Großmeister des Kolonialritus, mit dem Auftrag, eine Vorläuferstätte zu finden. Hatham war gerissen und skrupellos, aber er zeigte eine gewisse emotionale Schwäche, die zu seinem Fall führte. Er verlor als Kind seinen Vater und der englische Großmeister, Reginald Birch, erzog ihn zum Tempelritter. Hatham erfuhr schließlich, dass sein Vater Edward ein Assassine war, dass er beschloss, Templer zu bleiben, statt in seines Vaters Fußstapfen zu treten, beweist mir, dass er glaubte, schon auf dem rechten Pfad zu sein. Als Hatham entdeckte, dass Birch einer der Mörder seines Vaters war, töteten er und seine Schwester ihn aus Rache. Ich glaube, das war der Anfang von seinem Ende. Templer töten aus Nutzen, nicht aus Gefühlen. Als er entdeckte, dass sein Sohn Connor Assassine war und gegen ihn arbeitete, stoppte dieselbe emotionale Schwäche seine Klinge. Ein trauriger Connor erwies ihm nicht dieselbe Gnade. Ja, ein bisschen die Geschichte von Assassin's Creed kennenlernen. Auch interessant. Mach mal weiter, wo muss ich denn hin? Oder? Hier weiter. Ich glaub schon. Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay. Ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen.
Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber. Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was ist da los? Oh Leute. Bisschen schneller. Du Strolch, wie kannst du? Schnauze, Weib. Au! Lass sie in Ruhe. Was habt ihr denn hier zu suchen? Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber jetzt nehme ich es persönlich. Ja. You are mine. Nichts. Und kommt ja nicht wieder. Danke, Shay. In jungen Jahren hätte ich die allein erledigt, eigenhändig. Ist klar. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürger nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Vielen Dank. Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass! Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldigt mich. Dann liegt das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. So sieht's aus. Du wieder! Das bereust du! Die Finnegans sind tot! Was? Hörst du? Tot! Muss ich wieder den hier einfangen? Was steckst du deine Nase in andere Leute Angelegenheiten? Dieser Stress. Die falsche Seite gewählt. Komm on. Das wirst du bereuen. Und die Finnegans auch. Ja. Noch einer, komm. Oder so. Was haben du und deinesgleichen gegen die Finnegans? Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf.
bevor ich jetzt hier mal weitermache, erstmal umschauen. Hier, das ist ja Wahnsinn, Leute. Ja. Okay. Das. Halt. Faster, ladies. We don't leave till it's done. Wo haben wir das eine? Gehen wir jetzt hier hin. Ah ja, was? Verstehe. Da oben ist der Hauptquartier. Was haben wir denn hier? Nicht erschießen lassen. Okay. Ja, machen wir. Adlerauge, alles gut. Wieder keine. Doch, hab ich. Ist da. Halt, stopp. Mach, ja. Einmal auf, ne? Klingelt schnell. Er lief mir in die Hände. Entschuldigung. Ja, manchmal muss man Glück haben im Leben. So. Oh ja, hier haben wir doch nette Schatztruhen hier. Ja, Wahnsinn. Das wird bei Rauch helfen. Ganz ruhig, Master Cormac. Wir sind Freunde. Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Colonel? Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren. Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich. Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern. Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte.
Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormac. Okay, doch nichts gewonnen. Hier, nehmt das Diebesgut. Was? Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilen einen Traum, er und ich. Gleich. Die Welt zu einem besseren Ort. Voller Bauch, warme Kleidung. Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze nur. Hey, hab ich schon da. Now we take a moment to remember General Edward Braddock. Affectionately called the Bulldog by his loyal men. May God have mercy. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Ja, machen wir. Welch gutes Werk. Das Viertel wird dadurch gleich besser. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. Okay, das haben wir auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder eine Pause. Das passt wunderbar gerade mit der Mission und so weiter. Ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.